Stephen Kuhn ist Amerikaner und lebt seit Jahren in Berlin. Als GI wurde er 1986 in Deutschland stationiert. Dann kam der erste Golfkrieg. Sergeant Kuhn rückte mit der 3. US-Panzerdivision aus, um Kuwait zu befreien. Mit in den Krieg nahm er eine Videokamera, dokumentierte ausführlich seinen eigenen Einsatz. Als wir marschiert haben in Irak, haben wir Soldaten, die sich ergeben haben, also Irak-Soldaten, die sich ergeben haben, wie Sie sehen. Und die haben wir eingesammelt, die Military Post, da haben sie nach hinten genommen, wir sind dann weitergegangen. Da habe ich mein Panzeruniform an, das ist wie ein Pilotanzug, das ist genau die gleiche, brennt nicht und ist eine Stück. Kuhn kämpfte auch gegen Saddams republikanische Garde. Nachträglich bekam er einen Tapferkeitsorden. Wofür? Darüber möchte er nicht mit uns reden. Die Armee ist noch heute seine Familie. Er ist Patriot, stolz auf die Vereinigten Staaten und ihre Armee. Für ihn war der erste Golfkrieg richtig. Doch dieser neue Krieg gegen Saddam, der lässt ihm keine Ruhe. Heute Nacht hat er gerade mal 2 Stunden geschlafen. Denn diesmal hält Stephen Kuhn den Krieg der USA für falsch. Ich bin nicht gegen Präsident Bush, ich bin nicht gegen mein Land. Ich bin nur gegen diese geführte Politik zurzeit und dieses Krieg. Hundertprozentig gegen diesen Krieg. Hundertprozentig gegen diesen Krieg, weil nicht alles getan wurde, um ihn zu verhindern, sagt Kuhn. Und er ist kein Pazifist, sondern Soldat, durch und durch. Da bin ich, und ich erkläre, was gerade passiert ist, dass ich meinen Kumpel verloren habe. Und ich habe einfach mal meine Entsetzen oder meine Angst ausgesprochen. Ich wollte mit jemandem sprechen und man spricht einfach als unter Soldaten über ihren Angst nicht unbedingt. Weil jeder hat Angst und wenn man darüber sprechen wird, das war vielleicht. Und das haben Sie gerade gehört, die Artillerie feuern immer noch in den Hintergrund. Auf diesen Zetteln hat er Jahre später seine Kriegserlebnisse notiert. Jetzt schreibt er ein Buch darüber. Und über den neuen Krieg diskutiert er mit seinen Kameraden schon lange. Von Gedanken her, ich war von vornherein dagegen, aber von wirklichem Mut, das auszusprechen, etwas ein bisschen gegen mein Land zu sagen, ist wirklich nur seit 2 Tagen, wie ich das neben mir das zutrauen ist. Ich fühle mich auch nicht wohl dabei, muss ich ehrlich sagen. Auch manchen Kameraden, mit denen er Kontakt hält, kommen gerade Zweifel an der Legitimität dieses Krieges, meint Kuhn. Er selbst will jetzt aktiv den Irakern helfen. Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich unheimlich gerne für eine Hilfsorganisation in irgendeiner Form und Weise in Irak helfen können.